Wir sind in einem christlichen Abendland. So heißt es immer wieder, auch bei den Menschen, die nicht mit der Kirche zu tun haben. Christlich, was heißt das? Kann alles nur christlich sein, wenn wir nicht mit Christus zu tun haben? Und für solche Frage gibt es eine gute Antwort in den Lesungstexten, besonders im Evangelium der katholischen Gottesdienste an diesem Wochenende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Christlich. Jesus Christus ist eben wichtig, wenn wir christlich denken möchten. Und was hat Jesus Christus gesagt? Wie können wir mit ihm in Verbindung sein? Und dafür habe ich einen Gedanken, wo wir in dieser christlichen Theologie sagen, dass Gott oben ist und wir Menschen sind unten. Und Jesus kommt eben zu den Menschen von Gott, das heißt, der Himmel ist oben und wir sind eben unten. Und nach dem Tod und der Auferstehung geht er eben wieder zu Gott zurück und er schenkt uns eben den Heiligen Geist, damit wir auch einmal gehen können. Das ist einfach eine vertikale Vorstellung in der christlichen Theologie, was wir in unserem Abendland sehr gut kennen. Aber ich komme ja aus einem asiatischen Land und auch mittlerweile in der christlichen Theologie sehr viel verbreitet von einem anderen Begriff. Und ich würde einfach mal sagen, dass Gott eben die ganze Welt erschaffen hat. Das heißt, wir sind eben umfangen von Gott, dem Vater. Das heißt, ich würde einfach mal dieser schwarze Kreis als Gott, den Vater bezeichnen, dass er diese ganze Welt erschaffen hat und er ist auch rundum dieser Welt gegenwärtig. Dass dieser Gott, der Schöpfer, der Vater, der ist eben in dieser ganzen Welt da. Und wir sind eben Menschen, die hier in dieser Welt leben. In verschiedenen Völkern und Sprachen, in verschiedenen Nationen. Und wir leben nicht nur alleine, wir leben eben mit der Schöpfung zusammen, mit den Tieren, mit den Vögeln und mit allem drum und dran. Also, wir sind eben in dieser Welt, die von Gott erschaffen ist. Und wir bewegen uns in dieser Welt. Wir fahren von einem Ort zum anderen und die anderen kommen von dort irgendwie zu uns und so weiter und so fort. Und dieser Gott, der diese Welt erschaffen hat, eben hat einmal sich entschieden, seinen Sohn zu dieser Welt zu senden. Aber dieser Sohn war eben mit seinem Vater zusammen, dass er ja eben ohne den Vater nichts machen kann. Und dieser Sohn ist eben eins eben mit dem Vater, der entscheidet sich, eben zu dieser Welt zu kommen. Ja, ich würde einfach mal sagen, so hier, dadurch, dass es halt ein Kreis ist, gibt es nichts, was oben ist und hier nichts, was unten ist. Das heißt, Jesus Christus als Sohn Gottes geht durch diese Welt. Und man kann sagen, dieser große Jesus, der ist gegenwärtig, seitdem der in dieser Welt gekommen ist. Also, Jesus Christus ist eben in dieser Welt gekommen und irgendwann hat er seine Mission beendet und er kehrt eben wieder zurück zu Gott, dem Vater. Das heißt, es war eine Bewegung, was von Gott gekommen ist und eben zu Gott zurückkehrt. Und dieser Jesus, als er dann gegangen ist, sendet er eben den Heiligen Geist.
Ja, ich würde sagen, der Heilige Geist ist eben durch und von Jesus gekommen ist, damit einfach diese Welt einfach spüren kann. Das heißt, Heiliger Geist ist in der ganzen Welt gegenwärtig. Und dieser Heilige Geist ermächtigt und befähigt Menschen, eben zu Gott zu kommen. Dieser Heilige Geist hilft den Menschen, Gott zu erkennen. Das heißt, du und ich, sie und ich, wir sind befähigt, eben durch den Heiligen Geist zu Gott zu kommen. Und dieser Jesus, wenn wir an ihn glauben, dann gibt es eben untereinander der Friede. Und das sagt er, nicht die Welt kann euch den Frieden schenken, sondern ich gebe euch den Frieden. Das heißt, alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind eben miteinander und untereinander verbunden in einer großartigen Liebe, die allein Jesus Christus geben kann. Achtung, hier kommt das christliche Abendland. Wir können christliches Abendland nicht verstehen, überhaupt nicht verstehen, wenn wir von diesem Jesus nichts wissen. Jesus Christus ist der Maßstab für dieses christliche Abendland und er bewegt und er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, wenn wir uns christlich nennen, dann müssen wir und sollen wir ja seine Gebote halten und sein Gebot ist eben, mit dem Vater zusammen zu sein und im Heiligen Geist eben untereinander 14, und miteinander ja, sich auf den Weg zum Vater zu bewegen. Wenn wir das verstanden haben, dann ist wahrscheinlich das Fest, was in einer Woche kommt, oder bald kommen wird das Pfingstfest für uns einfacher. Einen schönen Sonntag für Sie. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest, und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.